Liebe Freundinnen und Freunde von Transition TV, herzlich willkommen zum Stand der Dinge am 29. September. Ich danke für Ihre Unterstützung, das Verbreiten auf den verschiedenen Kanälen und die Spenden auf das Konto unseres Trägervereins. Wirklich herzlichen Dank. Die Themen heute. Die Flüchtlingskrise wird zum dominierenden politischen Thema. Anschlussfrage: Wie lässt sich der Aufstieg der AfD bremsen? Es wäre ganz einfach, Klammer, die Politiker müssten sich nur diese Sendung anschauen, Klammer geschlossen. Das Geheimnis von Rammstein. Vor ein paar Tagen trafen sich die Verteidigungsminister der NATO auf dem US-Stützpunkt. Haben Sie etwas davon gehört? Jetzt bekannt, die Bedingungen Russlands zur Beendigung des Krieges. Hart. Als Kontrast dazu ein echter Friedensplan von 4 deutschen Persönlichkeiten, bemerkenswert. Und schließlich jetzt das Kulturfestival der Künstler. In Basel findet im Oktober unter der Bezeichnung Jetzt ein Kulturfestival der Künste statt, mit Kabarett, Konzerten, Lesungen und Diskussionen. Selbstverständlich unzensuriert, aber auch unsubventioniert. Hinter dem Festival steht das Geschwisterpaar Sibyl und Michael Birkenmeier. Mit ihrem Theaterkabarett haben sie ungefähr alle Preise eingesammelt, die es im deutschen Sprachraum gibt, von der Oldner Tanne über den Salzburger Stier bis zum deutschen Kleinkunst. Entschuldigung, bis zum deutschen Kleinkunstpreis. Den Medien und dem Massenpublikum waren sie vermutlich zu gut. Für mich waren sie die Besten und jetzt sind sie wieder da. Ich habe sie in ihrem Atelier besucht und mit ihnen über den Stand ihrer Dinge gesprochen. Und nach 10 Jahren haben wir wieder 2019 ein Programm gemacht, wo wir zum ersten Mal über Quarantäne, zu Hause bleiben, nicht mehr Kontakt nehmen und so weiter. Tatsächlich, das habe ich gesehen. Tatsächlich. Ja, das heißt, na gut, also die Pandemie hat euch ein bisschen gewissermaßen von der Bühne geholt. Ja. Und jetzt seid ihr wieder da mit so viel Energie wie eigentlich nicht zuvor. Nicht? Ich habe noch nie ein derart umfangreiches Programm zusammengestellt in so kurzer Zeit. Also hat euch das jetzt. Ja, das musste Ende raus. Der Pandemie, okay, ja. Das musste raus. Das musste raus. Es war ein Stau, insofern, als dass wir so überrascht waren, trotz allem, dass wir das alles schon vorgearbeitet haben. Aber wenn es dann da ist, dann schmeißt es sich um. In welcher Wucht das Ganze da ist. Und dass ich bin dann irgendwann verstummt. Ich war froh, dass ich malen konnte. Ich ließ ihn reden. Also ich hörte ihm gerne zu. Was er wieder rausgefunden und was er gesehen hat, habe ich dann auch geschaut und so. Aber eigentlich war ich überfordert. Wir haben uns dann aber zusammen gerauft und haben dann an verschiedenen Gelegenheiten, mal bei Alitalia oder so, ein aktualisiertes Programm über unser Thema gemacht. Wir haben ja das eigentlich vorher schon gehabt, vor der Pandemie, und sind dann eigentlich von der Wirklichkeit eingeholt worden und haben dann wieder versucht, Luft zu schnappen und aus diesem Strom heraus das Neue zu fassen. Das ganze Gespräch, eine runde Viertelstunde, folgt dann am Ende dieser Sendung. Und jetzt zur Migration. Wir steigen ein mit einem Witz über das Thema, der die Sache auf den Punkt bringt. Hören Sie selbst. Ein afrikanischer Asylant, ein Schwarzer, läuft morgens durch die Stadt in Nürnberg, ja, und spricht die erste Person an, die er sieht, und sagt: Danke, dass Sie mich in Deutschland aufgenommen haben. Danke, dass ich hier leben darf, krankenversichert bin, Unterkunft habe, Essen, alles, was dazu gehört. Sagt die Person: Ich bin kein Deutscher, ich bin Albaner. Sagt der Afrikaner: Oh, Entschuldigung. Läuft er weiter, spricht die nächste Person an. Sagt zu dieser Person: Danke, dass ich in Deutschland leben darf. Danke für alles, was Sie für mich tun. Sagt die Person: Ich bin kein Deutscher, ich bin Türke. Sagt der Afrikaner: Oh, Entschuldigung. Läuft er wiederum, spricht die nächste Person an. Sagt er: Vielen lieben Dank, dass ich in Deutschland leben darf, dass Sie mich aufgenommen haben als Flüchtling. Sagt die Person: Ich bin kein Deutscher, ich bin Araber. Sagt der Afrikaner. So sind die ganzen Deutschen. Guckt der Araber auf die Uhr und sagt: Wahrscheinlich arbeiten. Die Flüchtlingskrise ist in Deutschland zum beherrschenden Thema geworden. Es gibt subjektive Gründe, die schicken Autos mit ukrainischen Kennzeichen vor den Shopzentren. Es gibt politische Gründe, am 8. Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. Da ist es nicht gelungen, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern aus dem Verkehr zu nehmen. Er baut gerade eine Art Bayern-AfD auf.
Auch in der Schweiz stehen im Oktober Wahlen an. Die SVP, die Schweizerische Volkspartei, hat die Migration zu ihrem Hauptthema gemacht. Die Prognosen versprechen ihr Gewinne. Es gibt auch rechtliche Gründe. Der Europäische Gerichtshof hat unlängst, also am 21. September, entschieden, dass die Zurückweisung von Drittstaatsangehörigen an den EU-Binnengrenzen rechtswidrig ist, wenn sie gegen die Rückführungsrichtlinie verstößt. Konkret darf Deutschland keine direkten Zurückweisungen von Drittstaatsangehörigen vornehmen, die kein Asyl beantragen. Es hat vor allem aber objektive Gründe, namentlich die Belastungen, die Bundesländer und Kommunen zu tragen haben. Die Kosten, das zeigen unsere Recherchen, sind viel höher als angegeben. Dazu gleich mehr. Zuerst aber zur Frage, warum die Migration unlösbar scheint und schön geredet wird. 2018 wurde der Migrationspakt der UNO abgeschlossen. Deutschland hat unterzeichnet, die Schweiz noch nicht. Darin steht unter anderem: Migration war schon immer Teil der Menschheitsgeschichte und wir erkennen an, dass sie in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt. Wir müssen außerdem allen unseren Bürgerinnen und Bürgern objektive, faktengestützte und klare Informationen über die Vorteile und Herausforderungen der Migration vermitteln, um irreführende Narrative, die zu einer negativen Wahrnehmung von Migranten führen, auszuräumen. Wir bekräftigen außerdem die Verpflichtung, alle Formen der Diskriminierung, einschließlich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz gegenüber Migranten und ihren Familien zu beseitigen. Schöne Worte. Doch wie sehen die Fakten aus? Denn gemäß UNO sollen wir ja faktenbasiert informieren. Wir waren von den Resultaten unserer Recherche selber überrascht, denn die aufgeführten Zahlen sind ja gar nicht geheim, aber sie tauchten bis jetzt eher so als Mosaiksteine an verschiedenen Orten auf und es war schwierig, ein Gesamtbild zu machen. Und sie vermitteln daher den Eindruck, dass die Krise, die seit 2015 stattfindet, eigentlich von Deutschland leicht zu meistern sei. Dem ist aber eindeutig nicht so. Aber der Reihe nach. Laut dem Statistischen Bundesamt haben die staatlichen Stellen in Deutschland im Jahr 2021 rund 6,2 Milliarden Euro netto für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, so heißt das, ausgegeben. Das klingt überschaubar. Diese Leistungen umfassen die sogenannten Regelleistungen, die den täglichen Bedarf der Asylbewerberinnen und Bewerber decken. Hinzu kommen Leistungen, die in speziellen Bedarfssituationen wie Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt erbracht werden. Am Jahresende 2021 bezogen laut dieser Statistik knapp 400.000 Personen solche Regelleistungen. Das waren 4,3% mehr als im Vorjahr. Die meisten Medien und Politiker bedienen sich einzig dieser Zahlen. Nur, es gibt weitere flüchtlingsbezogene Ausgaben im Bundeshaushalt. Und die machen allein im Jahr 2021 rund 21,6 Milliarden Euro aus. Mehr als dreimal so viel wie die Regelleistungen. Davon entfielen 9,8 Milliarden Euro auf die Bekämpfung von Fluchtursachen, gefolgt von Sozialtransferleistungen nach Asylverfahren, das waren 4,5 Milliarden Euro, Zahlungen zur Entlastung der Bundesländer und Kommunen, 3 Milliarden Euro. Integrationsmaßnahmen nochmals 2,5 Milliarden und Verwaltungskosten 0,9 Milliarden Euro. Der Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 hat die Ausgaben weiter in die Höhe getrieben, denn der Bund hat sich an den Kosten der Länder für die Unterbringung und Versorgung dieser Geflüchteten beteiligt und insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Davon entfielen 500 Millionen Euro auf Lebenshaltungskosten und 1 Milliarde Euro auf die übrigen Kosten wie Kinderbetreuung, Schule, Gesundheits- und Pflegekosten. Besonders brisant: Die kommunalen Ausgaben für Geflüchtete sind schwer zu ermitteln, denn jede Gemeinde erfasst diese unterschiedlich. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat daher versucht, einen Überblick über die Ausgaben in 8 ausgewählten Kommunen in den Jahren 2016 bis 2017 zu geben. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die kommunalen Ausgaben pro Geflüchteten zwischen 5.000 und 22 Euro pro Jahr schwankten, sich aber im Durchschnitt auf rund 11.000 Euro pro Jahr beliefen. Die Kosten der Kommunen kann man nur schätzen.
bei offiziell 400.000 Asylbewerbern und jährlichen Kosten pro Person von 11.000 Euro kommen wir auf 44 Milliarden zusätzlich zu den Kosten des Bundes von knapp 28 Milliarden, der allerdings 3 Milliarden an Bundesländer und Kommunen überweist. Die nicht registrierten Asylbewerber, die ja von den Gemeinden trotzdem unterstützt werden, sind da auch nicht enthalten. Auch nicht die Flüchtlinge aus der Ukraine und auch nicht die Flüchtlinge, die eine befristete Aufenthaltsbewilligung erhalten haben und dann Bürgergeld erhalten. Früher Hartz IV. Problematisch, weil in ihrer Gesamtheit schlichtweg unbekannt sind nicht nur die Ausgaben, auch die Zahl der Ankommenden bleibt ein Rätsel. Denn die Angaben über die Asylbewerberzahlen sagen wenig aus. Der Grund: Erst wenn sich illegal Eingewanderte beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrieren lassen, sind sie offiziell erfasst. Das Amt aber ist der Flaschenhals. Nur ein Bruchteil der Neuankömmlinge kann dort zeitnah vorsprechen. Der große Teil wartet monatelang auf einen Termin und taucht daher so lange in keiner Asylbewerberstatistik auf, bekommt aber trotzdem die vollen Leistungen der Kommune. Ich hoffe, Sie halten durch. Wir sind gleich so weit. Fest steht, die illegale Migration nimmt weiter drastisch zu. Bis Ende Juni registrierte die Bundespolizei zum Beispiel mehr als 45.300 unerlaubt nach Deutschland eingereiste Personen, 50% mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zudem liegen die Zuwanderungszahlen erfahrungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte stets deutlich über denen aus dem ersten Halbjahr. Italien und Lampedusa tun ihr Übriges, denn kaum jemand will in Italien bleiben, zumal in Deutschland attraktive Sozialleistungen locken. Und die sehen konkret so aus. Menschen aus der Ukraine erhalten sofort und faktisch bedingungslos Bürgergeld. Damit stehen sie besser da als Einheimische, die zunächst bis auf einen Schonbetrag ihr Vermögen veräußern müssen, also Autos zum Beispiel verkaufen. Erst dann hilft der Staat. Das führt zu Unmut, zumal SUVs oder Luxusautos mit ukrainischen Kennzeichen in den deutschen Städten mittlerweile zum Alltag gehören. Auch illegal eingewanderte Nicht-Ukrainer sind von Beginn weg an abgesichert. Die Leistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, ach was für ein Begriff, liegen etwas unterhalb jenen des Bürgergeldes, doch nur auf den ersten Blick. Denn über Zusatzmodule wie Zahlungen für die Kinderbetreuung während des Sprachunterrichts etwa kommen auch diese Menschen auf ein ähnliches Einkommensniveau wie Bezüger von Bürgergeld. Und das kann sich als Beispiel anhand einer Familie mit 4 Kindern dargestellt durchaus sehen lassen. Die gesamten Nettoeinnahmen an Sozialleistungen betragen je nach Wohnort und Alter der Kinder zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Monat. Fazit: Deutschland zahlt für seine Flüchtlinge mindestens 65 Milliarden Euro pro Jahr mehr als für die Bundeswehr. Wie könnte man das Problem relativ schnell lösen, ohne die Grenzen dicht zu machen, was rechtlich problematisch ist? Sachleistungen statt Geldleistungen lautet die Antwort. Essen, Wohnung, Kleider, Gutscheine, das reicht in einem Land, in dem man gut und gerne lebt. Angela Merkel. Das ist aber für die Migranten deutlich weniger attraktiv als die Euros, die man nach dem Übertritt der Grenze bekommt. Ja, wo sind die Deutschen? Vermutlich an der Arbeit. Das Anschlussproblem der Flüchtlingskrise ist ein politisches Problem. Die extreme Rechte ist in ganz Europa auf dem Vormarsch. Je dunkler ein Land auf dieser Karte eingefärbt ist, desto höher ist ihr Wähleranteil. In Polen und Ungarn, fast schwarz, haben sie bereits die absolute Mehrheit. Man muss mit dem Begriff rechtsextrem allerdings sehr vorsichtig umgehen. Wikipedia zum Beispiel bezeichnet die Schweizerische Volkspartei, fast 30% Wähleranteil, als rechtsextrem. Absurd. Nichtsdestotrotz, die rechten Parteien sind für das politische Establishment nicht nur deshalb ein Problem, weil sie die Zuwanderung bremsen wollen und dadurch den globalisierten Konzernen in die Parade fahren, die billige Arbeitskräfte brauchen und die Entwicklungsländer weiterhin ausbeuten wollen. Die rechten Parteien sehen auch die Bevormundung durch internationale Organisationen wie die WHO oder durch politische Konstrukte wie die EU kritisch. Es geht ihnen im Wesentlichen um Selbstbestimmung.
Wie kann man den Vormarsch der rechten Parteien bremsen? Nehmen wir mal an, die AfD, einfach nur um ein Beispiel zu nennen, bewirtschaftet Probleme, die auch andere Bürgerinnen und Bürger haben, zum Beispiel die Zuwanderung, die Energieversorgung oder den Wunsch nach direkter Demokratie. Die etablierte Politik müsste nur diese Probleme oder diese Aufgaben ernst nehmen und, ich sag's mal so, einer Lösung näher bringen. Dann würde die AfD und mit ihr alle sogenannten rechtsextremen Parteien in der Versenkung verschwinden. Aber das geschieht ja nicht. Deswegen wird die AfD lauter, die Sprache heftiger und es spült die Polterer an die Spitze. Natürlich beschäftigen diese Probleme auch andere Bürgerinnen und Bürger, die aber aus verschiedenen Gründen nicht AfD wählen, weil sie es nicht wagen, weil die Partei einen schlechten Ruf hat oder weil man nicht als unzufriedener Spießer dastehen will. Was werden diese Menschen tun, wenn die AfD weiterhin marginalisiert wird und die von ihr bewirtschafteten Probleme nicht gelöst werden? Was werden sie tun? Genau, sie werden früher oder später AfD wählen. Und die AfD wird nicht mehr zweitstärkste Partei bleiben, die sie nach aktuellen Umfragen ist. Wenn die maßgebenden Parteien in Deutschland den weiteren Aufstieg der AfD verhindern wollen, müssen sie einfach einen Teil ihrer Forderungen übernehmen und nach ihrer Fasson erfüllen. Den Mittelstand stärken, ist das denn so schwierig? Die Sanktionspolitik beenden, sie ist ohnehin gescheitert. Die Zuwanderung beschränken, durch Behebung der Fluchtursachen zum Beispiel. Oder mehr direkte Demokratie zulassen, was sich außer den Parteien ohnehin alle wünschen. Nachdem es doch so einfach wäre, die AfD aus dem Spiel zu nehmen, warum wird es denn nicht getan? Weil man einen unabhängigen Mittelstand gar nicht will, nur noch mächtige Konzerne und folgsame Angestellte? Weil man den USA in Deutschland freie Hand lassen muss? Oder weil man Angst vor Volksentscheiden hat? Oder weil man eine Partei braucht, mit der man weite Bevölkerungsteile marginalisieren kann? Die Antwort überlasse ich Ihnen. Und jetzt zum Geheimnis von Rammstein. Vor ein paar Tagen haben sich die Kriegsminister der NATO auf dem Stützpunkt Rammstein getroffen. Haben Sie irgendwelche Nachrichten darüber gehört? Ich nicht. Eine Suche bei Google News hat 0, nichts ergeben. Das jüngste Rammstein-Treffen wurde vermutlich unter den Teppich gekehrt oder zensuriert, weil die Ukraine im Grunde nichts bekommen hat. Wir sprechen von Millionen, nicht von den bisher üblichen Milliarden. Deutschland wird Winterbekleidung und Mörser im Wert von 427 Millionen Dollar liefern. Finnland wird für 109 Millionen Euro Munition und anderes Material senden. Kanada wird 43 AIM 9 Raketen schicken. Keine wirklich aufsehenerregenden Posten, die eine Wende bewirken könnten. Aufsehenerregend ist aber etwas ganz anderes und das kommt aus Russland. Die Kriegsparteien verhandeln nach wie vor nicht miteinander. Die Bedingungen der Ukraine für Verhandlungen sind unerfüllbar. Der vollständige Rückzug der russischen Truppen aus allen besetzten Gebieten, inklusive der Krim. Jetzt kommen die Bedingungen aus Russland. Formuliert hat sie Vyacheslav Volodin. Er ist Sprecher der Duma des russischen Parlaments, also nicht der Regierung. Aber verbreitet wurden seine Äußerungen über die regierungseigene Nachrichtenagentur TASS. Und die haben es in sich. Die Ukraine müsse entweder zu den Bedingungen Moskaus kapitulieren oder als Staat aufhören zu existieren, sagte Volodin. Die 7 einfachen Fakten seien diese, sagte er. Der Westen leidet unter Waffen- und Munitionsknappheit. Die Menschen in Europa und den USA haben das Vertrauen in die Politiker und das Kiewer Regime verloren. Die Gegenoffensive sei gescheitert. Volodin nennt im Weiteren die wirtschaftlichen Folgen des Zermürbungskrieges in Europa und den USA, ein Mangel an Männern bei der ukrainischen Armee und letztlich der Bankrott und eine demografische Katastrophe der Ukraine, die ihre Bevölkerung verliert. Damit liegen die Bedingungen auf dem Tisch. Sie sind so weit entfernt, dass nicht einmal ein Mittelweg erreichbar scheint.
Einen solchen Mittelweg in Form eines Friedensplans haben allerdings vier deutsche Persönlichkeiten entworfen. Peter Brandt, Historiker und Sohn des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt. Heio Funke, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. General Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr 2000 bis 2002 und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Sowie Horst Teltschik, ehemaliger Spitzendiplomat und enger Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl und später Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz. Also alles keine Tauben- oder Russlandfreunde, sondern kompetente Menschen, die einen konkreten Friedensbeitrag leisten wollen. Die Autoren machen einen sehr detaillierten Vorschlag mit drei Phasen. Erstens Waffenstillstand, zweitens Friedensverhandlungen und drittens eine europäische Sicherheits- und Friedensordnung mit einer neutralen Ukraine und in der auch Russland wieder einen Platz bekommt. Sehr gut überlegt, aber zu viele Details, als dass sie in dieser Sendung besprochen werden könnten. Den ganzen Plan finden Sie in der Zeitschrift Zeitgeschehen im Fokus. Empfehlung, Link ist in der Beschreibung. Damit nähern wir uns dem Ende dieser Sendung. Es folgt noch das Gespräch mit Sibylle und Michael Birkenweier. Ich danke fürs Weiterleiten und Verbreiten. Ich danke für Kommentare, auch kritische, sehr gerne. Und für die Betätigung des Spendenknopfs. Machen Sie es gut und bleiben Sie sich treu. Tschüss. Liebe Freunde, wir treffen uns hier im Übungslokal der Geschwister Birkenweier, Sibylle und Michael Birkenweier. Sie sind Kabarettisten seit, können Sie dann sagen? seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren. Ihr habt ein Programm aufgestellt, jetzt das Festival der Künste mit 15 Veranstaltungen, das ihr in kurzer Zeit gewissermaßen auf den Boden gestampft habt. Dabei sind ihr beide pensioniert. Habt ihr nach der Corona-Pandemie einen plötzlichen Energieschub erfahren? Also das ist ganz unterschiedlich bei uns. Wir reden Hochdeutsch. Also wir haben beide ziemlich isoliert diese Pandemie überstanden. Also ihr habt euch gegenseitig auch? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe das gemacht, er hat das gemacht. Und wir haben korrespondiert darüber. Wie findest du es? Wir haben täglich gerätet. Natürlich, aber ich habe eher aktiv, ich hatte mir viel Stress gemacht mit einem neuen Atelier an meinem Wohnort. Ich habe gemalt wie verrückt, ich habe neue Sachen angefangen. Also ich habe tatsächlich meinen künstlerischen Boden gestampft in der Zeit. Und du? Ich habe ganz viel Nachrichten gehört, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe Bücher gelesen über die Zeit und was könnte das sein? Könnte das jetzt etwas sein, was geplant ist, was gemacht wird? Das wäre aus der Zeit heraus durchaus verständlich. Oder ist es das wirklich etwas, was geschieht, was plötzlich über die Menschheit hereinfällt, wo man nicht wissen kann, was passiert jetzt? Also ihr habt es ja gewusst. Ich erinnere mich an eine Nummer von 2009. Eine Pandemie-Nummer. Aber wir wussten nicht, dass das jetzt wahr wird. Nein, wir haben da etwas übertrieben, was sich dort schon gezeigt hat. Das ist Satire, etwas wahnsinnig übertreiben und aufblasen und mit Fantasie ausstatten. Und nach 10 Jahren haben wir wieder 2019 ein Programm gemacht, wo wir zum ersten Mal über Quarantäne, zu Hause bleiben, nicht mehr Kontakt nehmen und so weiter. Tatsächlich. Das heißt, na gut, also die Pandemie hat euch ein bisschen gewissermaßen von der Bühne geholt. Ja. Und jetzt seid ihr wieder da mit so viel Energie wie eigentlich nie zuvor. Nicht? Ich habe noch nie ein derart umfangreiches Programm zusammengestellt in so kurzer Zeit. Also hat euch das jetzt. Ja, das musste raus. Pandemie, okay, ja. Das musste raus. Das musste raus. Es war ein Stau, insofern, als dass wir so überrascht waren, trotz allem, dass wir das alles schon vorgearbeitet haben. Aber wenn es dann da ist, dann schmeißt es sich um. In welcher Wucht das Ganze da ist. Und ich bin dann irgendwann verstummt. Ich war froh, dass ich malen konnte. Ich ließ ihn reden, also ich hörte ihm gerne zu, was er wieder rausgefunden und was er gesehen hat. Habe ich dann auch geschaut und so. Aber eigentlich war ich überfordert. Wir haben uns dann aber zusammen gerauft und haben dann an verschiedenen Gelegenheiten, mal bei Alitalia oder so, ein aktualisiertes Programm über unser Thema gemacht. Wir haben ja das eigentlich vorher schon gehabt, vor
der Pandemie und sind dann eigentlich von der Wirklichkeit eingeholt worden und haben dann wieder versucht, Luft zu schnappen und aus diesem Strom heraus das Neue zu fassen. Das also ist jetzt an das Programm von alle drei erinnere ich mich. Das war gewissermaßen eine kleine Portion, jetzt geht es dran. Also ich habe gezählt, wir sind da nicht ganz einverstanden. Ich glaube, ich seid 6-mal selber auf der Bühne, wenn man das Podium, das ihr mit den Künsten durchführt, mit dazu zählt, und mich ja noch ein zusätzliches Mal mit einer Lesung. Ja. Sind das alles neue Nummern? Nein, nicht alles. Also die Lesungen zum Beispiel, die sind ganz neu. Da haben wir eigentlich, da machen wir auf den Hintergrund, was wir während der Pandemie und schon vorher immer lesen, was uns inspiriert, was uns Richtung gibt, was uns nährt, also philosophisch, literarisch. Wir schauen auch zurück in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir gucken jetzt hier in diese Situation hinein mit eigenen Texten und wir haben unseren Lieblingstexter, den Daniel Sandmann, zu Gast, der kommt von Norddeutschland hierher und guckt sich unsere Lesung an, die vor allem mit seinen Texten bestückt ist. Und das ist ein fantastischer Schreiber. Ja, und wir Daniel Sandmann. Ja. Man findet ihn aus Hannover. Genau. Und es hat sich uns gezeigt, in dieser ganzen Zeit auch, dass wir eine Art innere Familie um uns versammelt haben in den Jahren. Da gehört dem Karl Kraus dazu, Hannah Arendt dazu, Rosa Luxemburg dazu, da gehört aber auch eben Daniel Sandmann dazu, Walter Mehring. Es ist so eine ganze Familie von gegenwärtigen und vergangenen Künstlern, die uns eigentlich seit es uns gibt, nährt. Ja, genau. Gut. Also es sind nicht nur wir an diesem Festival, apropos Familie. Wir haben eine Kabarettistin noch hier. Wir haben ganz viele auch schöne Musiker. Es ist uns eigentlich ein Anliegen, die Kunst an sich, also das Malen, das Kabarett, die Literatur, die Musik, alles, was zusammen möglich ist, zusammen zu tun. Also zusammen hören, zusammen sehen, zusammen sprechen. Sonntagmorgens gibt es dann diese Sonntagmorgen-Brunch, zwischen die Gespräche zwischen Künstlern und Publikum, die in intimem Rahmen in diesem Jugendstilhaus stattfinden kann. Und das ist eigentlich ein Format, was uns beide jetzt im Moment für sehr geeignet erscheint. Und vor allem in einer so gespaltenen Welt wollen wir so viel Persönliches wie möglich zustande kommen lassen. Also vor Corona konnte man ja über viele der schrecklichen Dinge, die sich da irgendwie am Horizont abzeichneten, konnte man noch lachen im Kabarett. Jetzt merkt man, das ist alles ernst gemeint. Und verändert das nicht das Kabarett? Es verändert mich vor allem. Ja, und es verändert das Kabarett insofern, als dass man sich sehr gut überlegen muss, wie man den Stoff bearbeitet. Weil auf die flache Art macht man Zweiten am Stoff, an der Tragik und an der Dimension auch. Also es ist wie wenn man ärgert sich über eine Person und man schimpft sie zusammen und man sammelt alle Bosheit, die man in sich hat, um die fertig zu machen. Also zuböhmern gewissermaßen. Ja, zuböhmern. Ein Böhmermann spielen. Genau. Ja. Auf jeden Fall, man macht wirklich den zweiten Preis, weil man zeigt nur, wie blöd man ist. Aber wenn man dem, was jetzt passiert, begegnen will, dann muss man ein bisschen anders rangehen. Also man lernt selber, dass eigentlich Friede das Wichtigste ist. Mhm. Dass eine bewusste Perspektive, Einnahme zusammen auch wichtig ist, aber wo man nie jemanden zu einer Überzeugung zwingt. Mhm. Wo man nie jemand sozusagen primitiv in deine Partei kommt, in meine Partei, wir gucken das jetzt alle zusammen so an. Super, du schlägst dir aufs Bein und du klatschst und wir zusammen. Geht einfach alles nicht mehr. Es geht um Perspektiven, unterschiedliche. Es geht um überhaupt Worte zu finden. Es geht darum, die Empfindlichkeiten, die man selber hat, beim anderen auch wahrzunehmen. Es geht auch
den Versuch gilt es zu machen, so zu denken, dass die anderen im Gefühl angesprochen sind, den Weg, den ich jetzt gedanklich gehe, gefühlsmäßig auch mitzugehen, ganz einfach am Phänomen entlang, um zu spüren, ah, da kann was dran sein. Ja. Also der Leute mit auf eine Reise zu nehmen, die sie vollziehen können, mit ganzem Humor, mit dem ganzen Spaß und Spiel, den es braucht. Aber man kann doch einen Weg gehen. Ja. Ja. Jetzt die Pandemienummer von 2009, die könnte man jetzt nicht mehr spielen, nicht? Doch. Wir spielen sie. Ihr spielt sie. In der Lesung machen wir das. Also wir spielen sie nicht, wir lesen sie. Und wir gucken das an und sagen, guck mal, 2009 hat es bei uns so getönt. Ja. Da konnte man das noch. Es war leichter, da etwas vorauszufantasieren, als dann dort zu sagen, was machen wir jetzt? Ja. Und es ist wie ein Vorgang, damals waren wir kindlich unterwegs, unvoreingenommen lustig, und heute sind wir sehr erwachsen geworden und gucken es ein bisschen anders an. Ja. Also ich wollte fragen, wie ist es eigentlich mit der ganzen Cancel Culture ergangen in der Pandemiezeit? Seid ihr davon betroffen gewesen oder seid ihr überhaupt einfach gar keine Versuche gemacht? Wir sind ein bisschen schlau. Und wir haben bis kurz vorher ein dichtes Programm gespielt, wo das alles schon drin vorkam. Und dann haben wir gesagt, nein, also 3G, 5G oder weißt du, Kuckuck, was, das hat mit uns nichts zu tun. Dann sind wir zu Hause geblieben. Okay. Und wir haben sowieso angekündigt gehabt, dass das unser letztes Programm ist, bevor wir in den Ruhestand eintreten. Genau, wir gehen in den Ruhestand, hat man gesagt. Ja, ja, ihr seid ja pensioniert. Ja, ja. Bis bald, nächstes Jahr also, bis 70. So freischaffend pensioniert man überhaupt sein kann. Ja, das ist ja toll. Nicht? Man hat da gewissermaßen eine Subvention, die man vorher sich selber erarbeitet hat, die einem jetzt zugutekommt. Kleines Polster. Viele Menschen haben irgendwie genug von den schwarzen Wolken, die da am Gesellschaftshimmel hin und her geschoben werden. Sie wollen eigentlich leichter unterhalten werden und wollen sich auf das Positive beschränken. Was bedeutet das für eure Arbeit, die ja immer gesellschaftskritisch war? Sehr positiv und sehr gesellschaftskritisch. Also, wir haben nie. Uns vergeht die Kritik nicht. Nein. Naja, gut, aber man erträgt die Kritik an den allgemeinen Zuständen heute nicht mehr so gut, weil man weiß, das Ganze ist eigentlich ziemlich ernst gemeint. Nicht? Also, eigentlich würde man sich lieber ablenken lassen, sich auf das Positive beschränken, als es einem noch gut tut. Ja. Es ist alles richtig, was die Leute machen. Sie sollen machen, was sie richtig finden. Und wenn jemand interessiert ist, wie wir es machen, dann soll er reingucken. Ja, und die Lesungen zeigen eigentlich sehr genau, was wir gedanklich für Perspektiven einnehmen. Also wo wir hingucken und wie wir das für uns verbindlich machen. Philosophisch eigentlich sehr genau haben wir so den Standpunkt gesucht und irgendwie gefunden und eigentlich mit diesem Philosophen Sandmann zusammen ein ziemlich, obwohl er Sandmann heißt, aber ziemlich festen Grund gefunden. Also er ist nicht einschläfernd. Nein, überhaupt nicht. Das Sandmännchen, das da eine Zeit. Nein, der ist dermaßen witzig, frech und man spürt so viel Menschlichkeit in den Texten. Sehr. Ja. Ich denke, ihr wollt mit dem Kabarett die ganze Gesellschaft, also den Hauptstrom, den Mainstream ansprechen. Ja, ja. Wie sind eure Erfahrungen damit? Die Gesellschaft ist ja gespalten. Bei uns geht es durch die Familie und durch Freundeskreise. Aber ich meine jetzt beim Publikum nicht. Also was sind eure Erfahrungen mit der Gespaltenheit? Gibt es die einen, die, ich erinnere mich, ich war mal auf Rügen, war ich im Urlaub, das war in den Nullerjahren, lief der Film Goodbye Lenin. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, ja, klar. Und wir waren da in einem Kinosaal voll mit Ossis, zwei Schweizer, und wir haben einfach da gelacht, wo die Ossis nicht gelacht haben und umgekehrt. Nicht? Also wie ist es jetzt in der Gespaltenheit der Gesellschaft? Also wir haben vielleicht zwei Erfahrungen haben wir machen können. Zwei. Mhm. Und das war interessant. Es gibt wirklich dieses gespaltene Gefühl im Publikum. Man weiß sofort, da hinten sitzen ein paar mit Reserven, die da gefriert es ein bisschen und da vorne sind sie wahnsinnig begeistert. Die anderen, die gucken so, was machen die und so weiter. Und dann geht mal jemand mit dem Wir haben Glas einen raus. Gehabt, der ist mit dem Weinglas rausgegangen und dezidiert Türe zu und so.
Und dann war es eigentlich erlöst im Saal. Ja. Weil beide Seiten haben Dinge gefunden, die sie interessiert haben. Ja, und die Spaltung geht natürlich heute nicht mehr einfach nur, ist man, glaubt man an die Pandemie oder nicht, sondern es sind die Erfahrungen mit der Impfung gekommen, die einen waren begeistert, haben dann selber Nebenwirkungen gehabt. Ich weiß aus von vielen Leuten, die kennen mehr Leute, die an der Impfung gestorben sind, als an der Pandemie. An der Pandemie. Ich kann selber in eine Wohnung von einem Impfopfer. Also das sind doch Erfahrungen, die dann gewissermaßen das Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen aufzulösen begonnen haben. Jetzt ist dann also ein Festival, das ihr mit Freude und Künsten selber organisiert. Das heißt jetzt das Festival? Genau, findet aber im Oktober statt. Ja. Vom 5. bis Ende. Ende 29. 5. bis 29. Oktober, also ich habe das selber organisiert. Ist das der Weg, den Künstler gehen müssen, die ohne Subventionen überleben müssen? Dass sie es selber machen? Für uns, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ohne Subventionen geht es nicht. Also es sind Kosten, die entstehen, müssen gedeckt sein. Wir haben beide fast kein Vermögen. Wir haben eine absolut kleine Rente. Aber wir machen es einfach mal und dann gucken wir, ob es geht. Wir bezahlen selbstverständlich unseren Freunden, Künstlerfreunden und Kollegen eine Gage. Wir werden sehen, ob wir noch etwas gespendet bekommen. Und Sponsoren. Ich habe den kleinstmöglichen fünfstelligen Betrag ist die Lücke. Ist noch offen. Genau. Für und insgesamt wie viele Veranstaltungen? 15. 15 Veranstaltungen, das macht pro Veranstaltung, 666 Franken, glaube ich, wenn ich das blitzschnell im Kopf ausrechne. Also wenn jemand Lust hat, eine Veranstaltung zu unterstützen, dann kann es sich melden. Theaterkabarett.ch. Genau. Gönnerabo gibt es auch, ja. Alle Veranstaltungen 500 Franken, glaube ich nicht. Genau. Ihr wartet seid ja immer ein bisschen voraus, nicht? Darüber haben wir gesprochen. Und ich frage mich, woher habt ihr diese Klarsicht in die Zukunft? Also wir haben zum Beispiel interessanterweise im Fernsehen, SRF, in den 90er Jahren eine LGBT-Suade gemacht, einfach aus Lust und Laune, mit Geschlechtsumwandlung. Ja. Er war die Frau, ich der Mann, der Pfarrer, und sie war die Gesangsleiterin. Und dann haben wir zwei Schwule gezeigt, zwei Männer, die am Sonntagmorgen das Ei miteinander aufschlagen und denselben Dialog hatten. Und dann haben wir noch. Das war der Musterdialog. Alle drei Paare hatten denselben. Denselben Dialog. Ja. Und das hat gepasst. Gut, also woher habt ihr diesen siebten Sinn für das, was in der Zukunft kommen könnte? Das weiß ich doch nicht, dass es in Zukunft kommt, wenn ich es mache. Es ist eine Nachricht, die mich fasziniert, die mich packt. Und dann fantasieren wir weiter. Und dann fantasieren wir. Wir schaffen nicht mit dem Bewusstsein, irgendwas wahrsagen zu wollen, sondern wir fallen auf die Themen und finden es lässig und machen das. Gut, oder man kann auch sagen. Ich kann sagen, dass wenn man in die Zukunft schauen will, sondern also im Oktober, vom 5. bis zum 29. Oktober, in der Villa, wie heißt die Jugendstilvilla? Maison 44. Maison 44 in Basel. Jugendstilvilla, es ist ein relativ intimer Rahmen, 60 Leute habt ihr gesagt. Haltstelle Bachletten. Alle Details sind auf theaterkabarett.ch. Kann man die einsehen. Tickets kann man dort auch bestellen. Ja, sie hätte, solange es hätte. Ja. Gut. Und Sponsoren kann man dort auch anmelden. Ja. Ich habe gesehen, eure Telefonnummer ist auch drauf. Man kann also mit euch sogar besprechen. Sibylle und Michael, ich freue mich sehr, dass es euch gelungen ist, dieses Programm auf die Beine zu stellen. Ja. Ich wünsche euch wirklich allen Erfolg. Ja. Und vor allem die Musikprogramme, zusammen Musik hören, das verbindet dermaßen. In einem schönen Raum und danach noch ein bisschen reden. Es ist fantastisch, was wir da gefunden haben, an unseren Freunden, was wir da bieten. Ich habe ja noch einige Arbeit vor euch. Ihr habt gesagt, Interviewtermin muss schnell kommen, dann müssen wir uns voll fokussieren. Ja. Worauf freust du dich, Michael? Ich freue mich sehr auf die Lesungen. Das ist etwas ganz Neues, was wir machen. Das haben wir noch nie gemacht. Und da
gucken wir auch ins Archiv rein, eben, was ist 2009 geschehen, wie haben wir das da verarbeitet, wie haben wir denselben Stoff später verarbeitet oder was sagt Hannah Arendt dazu. Und plötzlich gibt sich da ein Gedankenfaden, der ganz spannend zu verfolgen ist. Ich arbeite gerade da noch und bin sehr fasziniert. Gut, also, liebe Freunde, die Birkenmeier sind für mich das beste Kabarett-Duo in der Schweiz, auch wenn sie alleine unterwegs wären, sind für mich wirklich Leuchttürme in dieser Szene. Kommt nach Basel, genießt den Spirit und die Fantasie und auch die Kunstfertigkeit von Sibylle, Freude. Ja, von Sibylle und Michael Birkenmeier. Ja. Danke fürs Zuschauen, bitte liken und die Birkenmeiers auch am besten promoten. Tschüss. Tschüss. Mit Technik. Ja. Jetzt ist es daheim, machen wir das wieder. Jetzt schauen wir mal, ob es